weil es ja echt kein Recht für Eis sein und so. Weil es ankaufen sein will. Ja. Weil es kein Recht für Eis sein und so, ne? Nö. Herr Typ! Herr Typ! Herr Typ bleibt einfach komplett in allen Lebenslagen. Der ist so ein dermaßener Unsympath. Kommt er zu mir auf den Discord? Beleidigt mich? Ja, guter Anfang. Warte, warte, warte. Wird dann von mir erstmal gekickt? Ja. Und wieder auf den Discord? Schreibt mir dann privat, ja, was ich soll? Sag ich, nee, fuck mich in meinem Dach. Ja. So, dann kurz etwas geschrieben und jetzt ist mir dann auf die Nerven gegangen. Viel Spaß, Lilly, alles gut. Bin dann kurz auf die Nerven gegangen und so. Dann war halt meine Ruhe und dann meint er, also ich war dann auch mal wieder Ding, kommt hier rein und schaust du uns in den Chat rein, schreibt wieder was gegen mich. Alex wird gebannt, überall, Discord, überall. Ja. Und dann schreibt er mir nach, ich soll jetzt nicht so rumfallen, hier und da, gell? Ja. So. Ja, und dann habe ich ihn dann nicht kennengelernt, weil der hat neben meiner Arbeit damals geworfen. Hey, wir sind keine Freunde, ich will mit dir nichts zu tun haben. Lass mich doch einfach in Ruhe, wenn dir die Karte nicht passt. Marco, da war ein bisschen mit der Funkstelle, der mir letztens wieder geschrieben. Hey, also ich hab deine Tastatur und du bist so gut. Nein, geh nicht mit dir hin. Lass mich hier drüber. Da bin ich mir auch so gewesen. Warte, vorgeschickt. Der ist bei uns reingekommen, in den. Was haben wir gespielt, Maxi? Drank Stockman, der ist ein Crack, der hat 6000 Drank Stockman. Und der hat dann die ganze Zeit rumgegangen. Und der hat alle im Chat gemacht. Alle. Mhm. Und da habe ich schon gedacht, wenig Bock. Und dann ist er am nächsten Tag wiedergekommen. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Er hat auf jeden Fall richtig genervt. Und hat dann irgendwie auch die Leute provoziert und sonst was. Dann habe ich ihn weggemacht. Und dann hat er das geschrieben. Lilly, wenn du dir das runterlädst, es gibt einen Code, den du verwenden kannst. Und dann bekommst du, wenn du Level 6 bist, 5 Tränke, ein bisschen Zennies, also das ist die Währung dort, die Goldwährung, und ein paar Farbbälle. Also wenn du willst, kannst du den Code dann einfach verwenden. Der ist auch so auf unserem Discord-Server. Genau, ganz oben bei Monster Hunter Now. Hab immer noch kein Discord. Ich kann dir das auch per Twitch schicken. Oder poste mal den Code rein, Schatz. Welchen Code? Na, für Monster Hunter Now. Welchen Code? Den, dass du trinkst? Nimm deinen Code. Ich darf meinen nehmen? Ja, nimm deinen Code. Discord. Dann kannst du den nämlich... Ah, jetzt hab ich grad verkackt, weil ich gerade aufgepasst hab. Boah! Cookie, ist das Code? No! Ja, aber morgen dann erst. Ja, kein Stress. Nur, dass du den Code dann schon hast. Weil du hast dann auch einen Vorteil. Du hast, kriegst dann da Tränke und so. Und ich krieg halt auch was. Genau. Ihr kriegt dann beide Tränke und ein bisschen Zennies und so. Ach, du merkst es eh nicht. Okay. Dann brauchen wir die Gold an. Nee. Wie lange geht's, oder? Ewig, ne? Ja. Ich
Nicht so ein Anfall gleich. Moment, der ist wieder da. Weil er hat seine Zahnputzköpfe verloren. Ja. Und hier einen hab. Sind beide noch verloren? Ja, Mann. Ja, ich hasse diese Teile. Gar nicht tun, der machen, dann würde ich sagen, dass du das vielleicht bald erledigen solltest. Also, dank ihr habt mit Anmut und Entschlossenheit gekämpft. Der Wiederaufbau des Dorfes kann fortgesetzt werden. Weißt du, wir sind froh, wenn wir helfen können, aber schau dir mein Feld an. Ich bin mit Schlamm bedeckt. Yes! Wir haben Level dazu bekommen und es ist ein S-Rang. Nice! The cave and the shop can keep on running. Thanks for your help. Getting the shop back to normal will mean a lot to the owner, and it'll bring back some hustle and bustle to our village. Your village has come a long way since it was destroyed. It must have been really hard on you. It was. Although Frostfang and I spent some time away from the village too. Really? Why, if you don't mind me asking? When I came back to the village with Frostfang, after we bonded. Listen, everyone! Avinia, move away from that monster! We can't sustain any more damage to the village! He won't do any harm! How do you know it's not blighted? It's too much risk! We won't allow it. If he's not allowed in the village, then I'm leaving too. And so I left my beloved village, so that I might stay together with Frostfang. I can't believe they didn't trust you and your monstie! The Black Blight didn't just destroy our village. It also destroyed people's trust in monsters. That's terrible! Seeing you and Ratha makes me remember how it felt to be with Frostfang back then. But no matter what happens, you must believe in your monstie. We'll prove that Ratha has nothing to do with that spooky legend! You'll see! Okay, gang, it's back to the chief! My paws are sore from walking. Let me hop on, Fuzzfang. Hey! No need to be so frosty with me! Ja, die Arme, yes. Aber ich finde es die richtige Entscheidung. Hallo 50 Cent, wie geht es dir? Was gab's heute zu essen? Geht so, was los? Möchtest du drüber sprechen? Oder schreiben? Nee, weil ich spreche und du schreibst. Nee, alles gut. Okay.
kann man dich auch muntern. Hey Oberhaupt, wir haben uns um deinen Händler gekümmert. Prima, ich kann euch gar nicht genug danken. Nun, was die nächste Aufgabe angeht, warte, was? Es gibt noch mehr? Ich möchte, dass du Materialien von einem Tobi Kadashi in der Loloska-Feldschlucht sammelst. Tobi Kadashi! Statische Elektrizität seines Fells könnte unsere Windmühle antreiben. Würden wir die schlaue Kreatur nur erwischen? Wenn das so ist, können wir das Monster aufspüren und sein Fell einsammeln. Oberhaupt Daul fordert weitere Materialien an, um die Windmühle fertigzustellen. Der letzte Schliff der Restaurierung Kurans. Auf der Suche nach ihnen gehst du in die Lolaska-Feldschlucht, erfüllt vom Gedanken an frohe Dörfler, die die sich drehende Windmühle sehen werden. Wunderbar, ich kann euch wirklich nicht genug danken, meine Freunde. Bitte nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Juhu, bis gleich, Lilly. Wenn du meinen Kopf ausschalten könntest, dann ja. Mir würden da schon Methoden einfallen. Denkst du zurzeit zu viel nach, oder? Sollen wir eine geführte Meditation machen, 50 Cent? Wir müssten eigentlich jetzt Eier sammeln. Das wäre gar nicht so schlecht. Hi, Diamond Wolf. Uns geht's gut und wie geht's dir? So, mein Schatz. Willst du da weiter durchziehen? Ja. Okay. Alles gut? Ja. Habt ihr Rise schon gespielt? Das ist die Lichtbug. Ja. Doc hat privat ein bisschen gespielt. Nee, ich hab's auch im Stream durchgespielt. Ach, du hast es im Stream gespielt? Durchgespielt. Also, kurz spielen. Ja. Wir wollen es gerne zusammen nochmal spielen im Stream. Aber ja, also Doc hat Rise gespielt, ich noch gar nicht. Du? Schön, dass es dir gut geht. Hallo Firewolf. Wie geht's dir? Ah, 50 Sven ist auch am Start. Was geht ab, 50 Sven? Geht's dir gut? Er denkt irgendwie zur Zeit sehr viel nach. Du bin ich scheiße. Ja, fast durch, noch ein paar Tage dann durch. Nice. Ja, wir werden auch demnächst mal anfangen zusammen.
Ist es denn irgendwie arschkalt? Ja, ist es. Ja, wir haben uns auch richtig gefreut, deinen Namen zu lesen und zu sehen, dass du das bist. Nee. Echt cool. Arschkalt. Das ist mal angenehm. Ja, hier drin ist ein bisschen arschkalt. Also hier drin, wir haben glaube ich nur 26 Grad. Das waren wirklich 23 Grad. Was ist gerade? Ist immer noch der Nee, das ist nicht mehr der Bar, oder? Ich gebe dir jetzt ein Mantra. Wenn du nächstes Mal das denkst, wovon du nicht nachdenken möchtest, dann denkst du, Maxi hat gesagt, Maxi hat gesagt, Maxi hat gesagt, ich denk über was anderes nach. Das ist dein nächstes Mantra. 4 Grad. Eine Freundin von mir meinte auch, sie muss inzwischen Handschuhe anziehen, wenn sie morgens Fahrrad fährt. Du stehst wieder auf 1 oder 2. Das ist ja mega gut. Wow, Respekt, Lilly. Kannst du das auch schreiben? Richtig bin. Ach nee, ich suche gerade nur ein Ei. Ob du richtig stehst, siehst du, wenn es nicht lang geht. Deswegen gebe ich dir ein Mantra. Maxi hat gesagt, Maxi hat gesagt, Maxi hat gesagt, ich denk zu viel nach. Das war aber jetzt ein anderes Mantra. Naja, das Mantra muss nicht korrekt immer gleich sein. Du bist in einem Kronkorken-Ding. Mach damit. Ich hab den gesehen. Nein, nicht mal. Wenn du das während dem Einschlafen machst, wenn du nachdenkst, ich wette, du denkst an was anderes. Dann denkst du, shit, oh mein Gott, warum denke ich über diesen Schwachsinn nach? Warum singe ich dieses Lied in meinem Kopf? Warum schlafe ich nicht einfach? Und schon haben wir neue Gedanken. Ja, natürlich, teilweise, aber erst, wenn, Klasse? 7. Klasse. Ja, Neues. Ja, viel Glück auf jeden Fall. Sprachenlernen ist nicht allzu einfach. Bleib dran. Zeffi! Zeffi, was geht ab? Ich hab mich schon gefragt, wo du bist. Wie geht's dir, Zeffi? Alles gut bei dir? Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Da kommen wir nicht durch, wir haben keinen Schwimmomaten.